Was geht, Leute? Ich bin heute wieder am Start und ihr seht, heute bin ich ein bisschen faul und habe mich in den Stuhl gehockt. Muss aber gleich wieder aufstehen, denn heute zeige ich euch meine Top 6 aus AliExpress. AliExpress hat immer so einen schlechten Ruf, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeug davon bestelle und auch ins Auto einbaue. Deswegen möchte ich euch ein paar Empfehlungen machen. Also wenn ihr Bock habt für einen guten Kurs, könnt ihr das Auto richtig, richtig gut aufwerten. Und die Qualität passt auf jeden Fall. Alles, was ich euch jetzt vorstellen werde, habe ich auch schon länger am Auto dran. Deswegen auch die Empfehlung. Und ich packe euch die ganzen Links dann quasi in die Beschreibung rein. Ja, also wo fangen wir an? Und zwar sind es die Kenners an der Seite. Da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht sogar aufstehen dafür. Die hier an der Ecke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera sieht. Vielleicht kannst du mal näher rankommen. Genau, die hier. Diese kleinen Ecken hier an der Seite. Wundert euch nicht, ich habe hier unten nochmal was zusätzlich verbaut. Also das ist so eine Eigenkreation von mir. Normalerweise schließen die hier bis nach unten ab. Die Teile kommen in Hochglanzschwarz. Sehen ziemlich geil aus. Also wirklich auch top verarbeitet. Da ist schon 3-Einband drauf. Ihr könnt noch ein bisschen was dazukleben. Blendet euch das mal kurz ein, auch mal kurz, wie das normalerweise aussehen würde. Wie gesagt, ich habe nochmal diese geschwungene Lippe unten dran gebaut. Das ist so eine Eigenkreation von mir. Kosten 20 Euro, unter 20 Euro oder so. Also absoluter Schnapper. Würde ich euch empfehlen, dass ihr das mitnehmt für den Vor-Facelift. Für den Facelift gibt es auch so ähnliche Umrandungen in Hochglanzschwarz. Ich glaube sogar in Chrom. Kann ich euch auch mal einblenden. Gibt es auch auf AliExpress. Wertet die Front nochmal auf. Ihr braucht euch doch keine Sorgen machen, wenn ihr das sauber angeklebt habt mit den 3-Einband. Braucht ihr euch da überhaupt keinen Stress machen, dass es abfliegt oder so. Ist auf jeden Fall eine stabile Sache. Genau, also das ist Platz 6 meiner Top 6 mit den Kenners für unter 20 Euro. Okay, jetzt muss ich leider aufstehen und wir machen nämlich im Innenraum weiter. Auf Platz 5 meiner Top 6 kommt diese wunderschöne Lenkradblende. Ich würde die wahrscheinlich sogar auf Platz 1 setzen, aber die passt ja nicht. Also man muss ja so ein bisschen tricksen. Zeige ich euch ja in diesem Video, verlinke ich euch. Aber ich finde, das wertet das Lenkrad unfassbar krass auf. Also ich liebe dieses Teil, es sieht so cool aus. Jeder in meinem Umfeld hat sich das übrigens auch bestellt. Und es kostet unter 50 Euro. Also wirklich, wirklich stabil. Sieht wie original aus, finde ich. Absolut geil, wertet es auf, macht nochmal so einen frischeren Touch im Innenraum, als hätte man ein Facelift-Lenkrad, obwohl es ja das Vor-Facelift-Lenkrad ist. Schaut gerne im Video vorbei. Unter 50 Euro, mein Platz 5. Liebe ich das Teil, hat richtig gut was rausgeholt aus dem Lenkrad. Okay, dann machen wir direkt am Lenkrad weiter. Da ist nämlich mein Platz 4 und zwar meine wunderschönen Carbon-Wippen von T-Carbon. Die sind ja einfach nur schön, die Größe passt, es ist nicht übertrieben, schönes Echtcarbon, sind Austauschteile, also das ist mir immer ganz wichtig, die meisten Leute nehmen ja einfach diese Aufklebeteile, mir taugt es persönlich nicht, passen wunderbar rein, Plug and Play, gibt eine richtig wertige Optik, sind auch nicht übertrieben, passen sich sehr schön ins Interieur rein, vor allem, wenn ihr eine Carbon-Mittelkonsole habt, also der Kollege von mir, der Basti, der hat ja die Carbon-Mittelkonsole. Und da sieht es halt nochmal richtig, richtig gut aus. Warum sind die nur auf dem 4. Platz gelandet? Wegen dem Preis so ein bisschen. Also ist schon teuer, kosten 140 Euro, glaube ich. Etwas unter 140 Euro mit Versand. Meiner Meinung nach trotzdem absolut ihr Geld wert. Richtig schöne Teile. Ich habe immer wieder Spaß, wenn ich mal im manuellen Modus unterwegs bin und die Gänge hier durchknall. Deswegen Platz 4, unter 140 Euro. Richtig schöne Teile. Platz 3 ist sehr, sehr, sehr billig. Also sehr billig. Und zwar ist es eigentlich nur dieser AMG-Schriftzug hier in der Mitte, der wirklich schon ausgerichtet kommt. Den könnt ihr einfach draufkleben. Hat ja leider der C43 nicht. Ich hoffe, ich bekomme da jetzt auch keinen Shitstorm dafür, weil das ist ja kein echter AMG und so. Aber ja, wertet, finde ich, die Mittelkonsole auf. Vor allem mit dem ganzen Chrom, das man hier in der Mittelkonsole hat. Kostet 2 Euro, 3 Euro oder so. Genau, gibt es auch in Schwarz, je nachdem, wie ihr Bock habt. Sieht aber sehr wertig aus, habe ich auch schon eine ganze Weile drin. Hält auch wunderbar mit dem Kleber, der mit drauf ist. Sollte man quasi mit auf seine Wishlist packen, wenn man was bei AliExpress bestellt. Für den Kurs unschlagbar. Okay, Platz 2. Also jetzt geht es um ersten und um zweiten Platz. Und zwar, also ich denke, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Ne? Wir haben eigentlich nur noch die Lüfterdüsen und die 3D-Lautsprecher übrig. Und ich würde wirklich auf den Platz 2, würde ich die Lautsprecher packen tatsächlich, weil ja, der Einbau ist halt doch ein bisschen stressiger. Hört sich irre an, also hört sich absolut irre an, anstatt hier muss man ja Kabel verlegen und drumherum. Aber das ist echt doof mit Türpappe runter und so und das da so einhaken und dann genug Platz für die Kabel schaffen wegen dem Motor und so. Deswegen, es ist ein bisschen stressiger vom Einbau.
kosten auch mehr. Die kosten 180, 190 Euro, glaube ich. Deswegen kriegen sie den Platz 2. Absolut ihr Geld wert. Also absolut wirklich. Die sehen so geil aus. Vor allem abends und so, wenn die so rausrotieren. Lieb die Teile. Aber es hat leider nur für den zweiten Platz gereicht. Wie gesagt, wegen dem Einbau und wegen den Kosten. Wie es eingebaut wird und so, auch hier wieder. Ich verlinke euch das passende Video dazu. Schaut gerne rein. Und alle Links zu den Produkten, die ich euch jetzt gerade so ein bisschen erzähle. Ist auch keine Werbung oder so, Leute. Also das sind Sachen, die ich mir selber gekauft habe, selber eingebaut habe. Und dann einfach sagt, okay, kann ich euch weiterempfehlen oder kann ich euch nicht weiterempfehlen. Und somit haben wir den ersten Platz, den Sieger mit der Goldmedaille. Die wunderschönen Lüfterdüsen, die beleuchteten. Ich liebe diese Teile. Also das macht im Innenraum einfach so einen fetzen Unterschied. Ja, also ich finde, die Optik ist einfach unschlagbar, Leute. Der Einbau, ich verlinke euch wieder das Video. Könnt ihr euch angucken. Ist auch total einfach. Ihr braucht auch keine Angst haben wegen hier Verkabelung und so. Wenn ihr ab Werk schon ambiente Beleuchtung habt, ist das ein absolutes Muss. Und das für unter 130 Euro, Leute. Also das ist meiner Meinung nach ein Must-Have im Auto. Wertet unfassbar gut auf. Ja, ich habe die auch seit 1,5 Jahren drin. Und ich kann mich nicht beschweren. Ich liebe die Teile. Deswegen auch der verdiente Platz 1 für die Lüfterdüsen. So, das war's. Das waren die Top 6, Leute. Ich hoffe, euch taugt was davon. Natürlich braucht man nichts davon, ne? Aber ich finde es absolut cool. Ist auch alles wirklich stabil, hält lange, preislich finde ich das auch absolut fair, wenn man so ein bisschen was am Auto ändern will, vor allem Innenraum, ist halt richtig cool, weil wir letztendlich doch die meiste Zeit im Innenraum verbringen. Ja, das war meine Top 6, ich hoffe, es hat euch getaugt. Ja, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, vielleicht habt ihr Bock noch auf irgendwelche anderen Sachen am Auto. Ja, dann war es heute mit dem Video, ich hoffe, es hat euch wie immer geholfen und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ich packe jetzt mal den Klappstuhl weg und fahre hier raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute, ciao.